Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdom, zu einem neuen Adventskalendertürchen des Adventskalenders 2017 mit dem Zwergenfürst. Klippenhaus, Ende der Welt beim Nordpol. Weihnachten 1925. Meine lieben Buben, ich habe in diesem Jahr furchtbar viel zu tun. Wenn ich daran denke, zittert mir die Hand noch ärger als sonst. Und sehr reich bin ich auch nicht gerade. Es haben sich nämlich schreckliche Dinge ereignet. Und von den Geschenken sind einige ganz verdorben. Und ich habe den Nordpolarbären nicht dazu gekriegt, dass er mir half. Und genau vor Weihnachten musste ich auch noch umziehen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es hier aussieht. Und nun wisst ihr auch, warum ich eine neue Adresse habe und euch beiden neue Briefe schreibe. Das alles kam so. An einem sehr windigen Tag im November wurde mir meine Zipfelmütze vom Kopf geblasen. Sie flog davon und blieb an der Spitze des Nordpols hängen. Obwohl ich ihm sagte, er solle es bleiben lassen, kletterte der Nordpolarbär bis zur dünnen Spitze hinauf, um die Mütze zu holen. Und das hatte er dann auch geschafft. Aber die Nordpolarspitze ist mitten in zwei gebrochen und auf das Dach meines Hauses gefallen. Und durch das Loch plumpste der Nordpolarbär ins Eiszimmer. Mit meiner Zipfelmütze auf der Nase und den ganzen Schnee rutschte vom Dach ins Haus hinein und ist geschmolzen und hat sämtliche Feuer ausgelöscht und lief auch in den Keller hinunter, wo ich die Geschenke für dieses Jahr gerichtet hatte. Und der Nordpolarbär hat sich ein Bein gebrochen. Das ist jetzt wieder heil. Aber ich habe ihn so ausgeschimpft, dass er sagt, er will mir nie wieder helfen. Ich glaube, er ist ernstlich beleidigt. Aber bis zum nächsten Weihnachtsfest gibt sich das bestimmt wieder. Ich schicke euch hier ein Bild von dem Unglück und von meinem neuen Haus, das hoch auf den Klippen über dem Nordpol steht. Er hat herrliche, tiefe Felsenkeller. Wenn John mein zittriges, altes Kritzel nicht lesen kann, immerhin bin ich 1925 Jahre alt, soll er seinen Vater drum bitten. Wann wird Michael dann lesen lernen und mir auch mal einen Brief schreiben? Alles Liebe, euch beiden und Christopher, der einen richtigen Christfestnamen hat. So viel für diesmal. Lebt wohl, euer Weihnachtsmann. Ja, das ist der erste Brief. Und dann geht's direkt mal weiter mit dem nächsten Brief. Der ist relativ kurz. Nein, das ist ein PS. Oh, es hängt hinten dran. Eine Notiz vom großen Polarbär. PS, der Weihnachtsmann hatte es sehr eilig. Er hat mich gebeten, eines seiner magischen Weihnachtsknallbonbons einzupacken. Zieht dran und wünscht euch was. Dann geht es in Erfüllung. Entschuldigt die dicke Schrift. Ich habe riesige Pranken. Ich helfe dem Weihnachtsmann beim Einpacken. Ich wohne bei ihm. Ich bin der große Polarbär. Ja, das zu dem Brief. Der nächste Brief, der ist wieder ein bisschen länger. Ich denke, den kriegen wir mal heute auch noch mit rein. Ja, können wir noch machen. Wenn ihr nichts dagegen habt. Klippenhaus, Ende der Welt beim Nordpol. Montag, den 20. Dezember 1926. Meine lieben Buben, der schreibt wohl jetzt immer mit meine lieben Buben, sind ja jetzt immerhin schon mehr als eine Person. In diesem Jahr bin ich noch zittriger als sonst. Schuld ist der Nordpolarbär. Das war der lauteste Knall, den die Welt gehört hat. Und das riesigste Feuerwerk, das es überhaupt je gab. Der Nordpol ist davon richtig schwarz geworden. Und alle Sterne wurden durcheinander geschüttelt. Der Mond ist in vier Stücke zerbrochen. Und der Mann im Mond ist in meinen Küchengarten gefallen.
Er hat erst mal eine ganze Portion von meiner Weihnachtsschokolade aufgegessen, bis ihm angeblich nicht mehr schlecht war. Dann ist er zurückgeklettert, um den Mond wieder zusammenzusetzen und die Sterne aufzuräumen. Danach stellte ich fest, dass die Rentiere sich losgemacht hatten. Die rannten überall in der Gegend herum, rissen Zügel und Seile auseinander und schleuderten die Geschenke durch die Gegend. Sie waren ja schon am Aufbruch, Pakt, und ihr müsst wissen, ja, erst heute Morgen ist das alles passiert. Es war ein ganzer Schlitten voll Schokoladensachen, die ich immer frühzeitig nach England schicke. Hoffentlich haben eure Sachen nicht zu sehr gelitten. Aber der Nordpolarbär ist doch irgendwie ein Dummkopf. Findet ihr nicht? Und es tut ihm kein bisschen leid. Nicht. Natürlich ist er es gewesen. Wer sonst? Erinnert ihr euch, dass ich voriges Jahr seinetwegen habe umziehen müssen? Im Keller meines alten Hauses befindet sich aber noch der Drehgriff, mit dem man das Boreasleuchten anstellen kann. Der Nordpolarbär wusste ganz genau, dass er ihn nie und nimmer anrühren darf. Drehe ihn auch nur an ganz besonderen Festtagen auf, wie zum Beispiel an Weihnachten. Polarbär behauptet, er habe gedacht, der Hahn sei außer Betrieb, seit wir umgezogen sind. Jedenfalls heute kurz nach dem Frühstück hat er bei der Ruine herumgeschnüffelt. Er versteckt dort immer etwas zu essen und sämtliche Nordlichter für 2 Jahre auf einmal hat er angedreht. Was habt ihr in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen oder gehört? Ich habe versucht, es zu malen, aber es gelingt mir nicht recht. Ich bin noch zu aufgeregt und Lichter, die in einem Fort aufleuchten und verpuffen, kann man ja auch nicht gut malen, nicht wahr? Ich finde, der Polarbär hat das Bild ziemlich vermasselt. Natürlich kann er mit diesen dicken, fetten Franken nicht malen. Unverschämtheit, ich kann malen und zittere beim Schreiben auch nicht. Musste er mich auch unbedingt zeichnen, wie ich den Rentieren hinterherlaufe und er immerzu lacht und wie er gelacht hat. Das konnte ich mir auch nicht verkneifen, als ich seine Malversuche gesehen habe. Dabei hat er sich die schönen weißen Pranken mit Tusche bekleckst. Der Weihnachtsmann musste schnell los. Ich soll den Brief zu Ende schreiben. Er ist alt und gerät in helle Aufregung, wenn etwas Komisches passiert. Ihr hättet auch gelacht. Ich finde, dass ich jeden Grund dazu hatte. Es war ein tolles Feuerwerk. Dieses Jahr werden die Rentiere pfeilschnell nach England tragen. Welche Angst haben sie noch? Ich muss los beim Packen helfen. Was würde der Weihnachtsmann bloß ohne mich machen? Er vergisst immer, wie viel ich ihm helfe. Dieses Jahr schreibt der Schneemann die Adressen auf die Umschläge. Das ist der Gärtner des Weihnachtsmanns. Allerdings wächst hier nicht viel außer Schneeglöckchen und Frostfarn. Der Schneemann schreibt mit weißer Schrift, nur mit dem Finger. Fröhliche Weihnachten vom Nordpolarbär. Und euch allen alles Liebe von eurem Weihnachtsmann. Ja, das war der 2. Brief heute. Der Brief vom 20. Dezember 1926. Ja, dann würde ich sagen, war's das für dieses Adventskalender-Türchen. Demnächst geht's weiter in einem anderen Adventskalender-Türchen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Adventskalender-Türchen. Bis morgen. Da gibt's dann wieder eine kleine Überraschung für euch im Adventskalender-Video. Bis dann, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.